Und ab dafür. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ab dafür, 10 Fragen an. Heute bei uns zu Gast Roland Bartsch. Grüß dich, Roland. Schön, dass du da bist. Hey. Ja, gerne. Roland, man kennt dich aus diversen Fernsehserien, Hot oder Schrott, du warst im Sommercamp der Stars. Ich weiß nicht, wo du sonst überall noch warst, du warst auf jeden Fall schon mal ein bisschen rumgekommen halt. Wie läuft's gerade bei dir? Ja, bei uns läuft's eigentlich ganz gut. Wir haben viele Greenscreen für RTL jetzt abgedreht. Wir haben für Vox Hochzeitssendungen im Greenscreen gedreht. Gestern waren wir noch in Köln, haben für die 25 für RTL gedreht. Hot oder Schrott steht wieder kurz vor der Tür. Ja, uns geht's eigentlich soweit gut. Außer, dass Corona ist. Nervt einfach nur, weil unser Hauptjob ist halt, wir gravieren halt und sitzen beim IKEA mitten in der Halle drin und gravieren und personalisieren für die Kunden halt die Sachen. Und da IKEA jetzt 3 Monate zu hat, hatten wir halt 3 Monate Zwangspause im Winter. Mhm. Das ist halt scheiße, weil dann bist du halt nur am Essen und wirst immer fetter. da kenne ich was von, ja. Ja. Roland, wir haben 10 Fragen vorbereitet, die wir dir gerne stellen würden. Und ich würde einfach sagen, wir fangen damit an, oder? Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Würde ich sagen, ab dafür. So, also, meine erste Frage an dich, die hast du wahrscheinlich schon verdammt oft gehört. Wie kommt man auf die Idee, ein Sonnenstudio auf Malle aufzumachen? Ja, die Frage höre ich jetzt zum ersten Mal. Nein, Mann, ich muss mich schon 100.000 Mal anhören. Es ist ganz einfach, wir hatten damals die Idee mit der Auswanderei und wir waren auch bevor wir ausgewandert sind, waren wir schon in Deutschland selbstständig. Das heißt also, wir haben gesagt, wenn wir auswandern, wollen wir nichts Neues machen, wir wollen versuchen, ein Geschäft zu übernehmen, was schon läuft. Weil wir viel zu viel Schiss hatten, irgendwas Neues aufzubauen, weil gerade im Ausland weiß ja nie, was da gerade gefragt ist. Also haben wir eine Annonce aufgegeben und dann haben sich die Damen gemeldet, die das Sonnenstudio hier hatten. Und dann haben wir auch gedacht, was Sonnenstudio? Aber Fakt ist, das Sonnenstudio gab es schon 13 Jahre vorher. Und wir haben es übernommen mit festem Kundenstamm. Und die meisten Leute konnten sich halt einfach nicht vorstellen, dass gerade Animateure, Köche, alle Leute, die da unten leben, die wollen sich nicht mit den Touristen am Strand legen. Und die kamen alle zu uns, die ganzen Engländer, die ganzen Animateure, die standen wirklich echt Schlange da abends und mal eben schnell 10 Minuten oder eine Viertelstunde unter der Sonnenbank, weil die halt keine Zeit hatten oder auch keine Lust hatten, sich mit den Leuten am Strand daneben zu legen. Die wollten aber genauso braun sein, ja. Und die Spanier wollen auch unter Solar, das ist einfach so. Und wir sind damit auch nicht gescheitert, wir haben halt echt gutes Geld verdient. Ja, okay. Na, ich glaube also auch, dass wenn du jetzt Animateur auf Malle bist oder du bist da irgendwie, keine Ahnung, du hast da einen Job oder bist viel mit Menschen unterwegs, dann hast du keine Lust, noch am Strand zu liegen, wo die alle so wie die Ölsardinen nebeneinander liegen. Da hast du keine Lust auf Menschen, glaube ich. Ja, das war ja für uns auch, wo wir ausgewandert sind, haben wir gesagt, boah, Sonne, Strand, ist ja total genial. Aber irgendwann, so nach 2-3 Jahren, dann gehst du kaum noch an den Strand und dann legst du dich da auch nicht in der Sonne und dann ist es für die auch einfacher und auch nicht so viel zeitaufwendig. Die kommen dann zu uns und legen sich dann runter. Das waren auch die Manager von Hotels und so, also das kamen ziemlich viele. Weil wir das einzigste Studio waren, auch in Cala Mayor und in der ganzen Umgebung im Osten. Und da gab es halt kein anderes Studio, also kamen die wirklich von überall zu uns. Und wie lange wart ihr insgesamt dann auf Malle? Weil ihr seid ja jetzt nicht mehr da. Wer weiß, nein, wir sind nicht mehr da, nein. Wir waren 5 Jahre auf Malle. Es war eine coole Zeit, echt. Es war wie eine andere Welt. Du musst dir das so vorstellen, du stehst vor dem Spiegel und gehst in den Spiegel rein und bist auf einmal mal irgendwo ganz woanders. Ja. Das war total aufregend, du hast halt sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt. Ja, es war halt ein cooler Lebensabschnitt. Kannst du dir denn vorstellen, nochmal wieder auszuwandern nach Malle? Ist das eine Option für dich? Also ich kann mir auf jeden Fall wieder vorstellen, auszuwandern, aber definitiv nicht nach Malle. Wenn, dann zieht es uns eher auf die Kanaren, weil ich hasse Winter. Ja, und der Winter auf Malle ist fast genauso eklig wie der in Deutschland auch. Du hast zwar viele Sonnentage, aber vom Meer, wenn die Brise kommt, ja, da fühlt sich manchmal an wie 5 Grad minus. Und alles ist feucht, die Wände sind feucht. Die Steffi hatte die Handtaschen mitgehabt. Ja, die waren nach 2 Jahren, konntest die wegschmeißen, weil die von der Feuchtigkeit zerfressen waren. Und das hast du auf den Kanaren nicht, da hast du immer so 20, 25 Grad. Und das könnte ich mir schon vorstellen, da nochmal hinauszuwandern, wenn Corona mal irgendwann weg ist.
Ja, also ich kann mir das definitiv auch vorstellen, in einem Land zu leben, wo durchgehend 20 bis 25 Grad sind. Weil wenn ich das Wetter aktuell hier in Deutschland sehe, dann kriege ich einfach nur... Scheiße! genau so. Ja. So sieht das aus. Mal von der Malle-Geschichte weg, sonst werde ich noch ganz eifersüchtig und will da einfach nur hin und habe keinen Bock mehr. Hast du eigentlich eine, oder was hast du beruflich gemacht, bevor du die ganzen Geschichten mit RTL zum Beispiel gemacht hast? Also ich war schon vor RTL und vor Mallorca schon sehr flexibel gewesen. Ich hatte angefangen, ich habe damals mal eine Malerlehre gemacht als Maler und Anstreicher. Ich habe aber den Beruf nie weitergemacht, weil ich fand es fürchterlich. Ich habe es auch nur gemacht, weil mein Vater gesagt hat, du musst eine Ausbildung machen. Und danach habe ich damit auch nie wieder was zu tun gehabt. Ja, und dann bin ich ein bisschen LKW gefahren. Ich war auch mal beim DPD, Und dann irgendwann, Steffi hatte ein Nagelstudio gehabt, 1999. Und irgendwann brauchten wir einen neuen Nageltisch. Und dann hat sie einen bestellt und dann kam der und habe ich gedacht, für das Ding 600 Euro, die Dinger kann ich selber bauen. Ja? Und dann habe ich so lange getüftelt, wirklich, bis ich die Dinger selber bauen konnte. Ohne Schreiner-Ausbildung und habe dann wirklich fast 4 Jahre auf eBay Nageltisch verkauft und Zubehörlampen und weiß der Geier was. Ja, man muss nur Ideen haben, ne? Ja. Man muss nur Ideen haben und die umsetzen. Das ist so. Das heißt, ja. Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Maler. Ja, dann kam irgendwann kam die Steffi dann nach Hause und sagte, hör mal, die rennen mir die Bude ein, Fußpflege. Mach du noch die Ausbildung als medizinischer Fußpfleger. Und ich dachte, ey, bin ich bescheuert. Kraule noch nicht hier an den Füßen rum, das ist ja überhaupt nichts für mich, ja. Und dann habe ich so ein bisschen umgeguckt und habe gedacht, kannst ja auch gutes Geld mitverdienen. Ja, und dann habe ich mich dann wirklich dazu durchgerungen und habe ein halbes Jahr die Ausbildung gemacht, weil es auch super schwer war. Weil ich wollte überhaupt nicht mehr lernen, also ich habe da überhaupt keinen Bock zu gehabt. Und musste dann die ganzen lateinischen Ausdrücke bei der Prüfung so alles wissen, Thrombose und weiß der Geier was. Da habe ich gesagt, das schaffe ich nie im Leben, aber ich habe es geschafft. Ja, und dann war ich dann ungefähr 6 oder 7 Jahre auch noch medizinischer Fußpfleger. Ja, und dann haben wir irgendwann alles hier verkauft, bis auf unser Haushalt und sind dann ab nach Malle. Ja, das ist Fußpfleger. Also, schon interessant, ne? Ja. Schon nicht ohne, ja. Kannst du dir vorstellen, da wieder zurückzugehen? In den Job? Nee. Nein. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, in den Job zurückzugehen, weil, weiß ich nicht, das wäre jetzt echt ein bisschen komisch, weil wir haben auch eine kleine Präsenz, wir sind ja ein bisschen bekannt, ja. Und wenn du dich mit Leuten unterhältst, die wollen dann natürlich alles wissen, genau wie ihr jetzt auch, ja. Und wenn ich dann da sitze, wird es dann auch mal dann die Füße machen und würde mich dann ausfragen. Also, das wäre schon ein bisschen komisch und mittlerweile haben wir auch einen anderen Geschäftszweig aufgebaut. Ich kann mir das jetzt nicht mehr vorstellen. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal machen werde. Aber es war eine gute Erfahrung, es war gutes Geld, was wir verdient haben. Das war okay. Ja, ja, glaube ich. Jeder fängt mal irgendwo an. Genau. Und wenn man diesen Schritt verfolgt oder wenn man ein Ziel verfolgt, dann kommt man auch irgendwann da an. Und ihr habt ja auch einen gehabt. Ja. Nur was ganz anderes. Ja. Also ganz, ganz wichtig ist, man muss halt immer Ziele haben. Ja, erzähl uns weiter. Und wenn du kein Ziel hast vor Augen, dann kommst du da auch nicht hin. Also. Und ich bin halt immer jemand, der immer ganz, ganz viel machen will. Ich will sehr, sehr viel erleben, weil ich finde, wir sind hier auf Erden dafür da, viel zu erleben und nicht immer einen denselben Scheiß zu machen. Nee. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Viel erlebt hast du ja mit Sicherheit auch schon inzwischen mit Steffi. Ich habe euch beide ja kennenlernen dürfen. Wir haben ja mal ein kleines Projekt auch zusammen gehabt, wir zwei. Und wie hast du eigentlich die Steffi damals kennengelernt? Wie bist du an die Steffi gekommen? Ja, ich bin an die Steffi gekommen und zwar war ich im Pupparsch, im Wuppertal. Das war so eine Kultkneipe gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Kennst du die vielleicht? Nein. Sagt mir nichts. Sagt euch nichts? Also der Name ist gut. Was damals eine Szene-Kneipe gewesen und ist schon etwas länger her. Ich glaube, 1994 war es gewesen. Ja, und ich war da fast immer freitags und samstags und irgendwann kam Steffi dann rein. Und Steffi, ich habe Steffi gar nicht gesehen, Steffi hat mich gesehen und hat mich dann angequatscht und ja, so nahm dann das alles seinen Lauf. Das ist ja mal echt verwunderlich zu hören, dass die Frau den ersten Schritt gemacht hat. Sonst immer nur, nein, mach du das. Nein, nein, der Mann muss das machen. Genau. Und ja, wie hast du es dann geschafft? Sonst war das auch immer so bei mir so gewesen, wenn ich so den ersten Schritt gemacht habe bei irgendwelchen anderen, aber... das war dann wirklich Steffis Anfang gewesen. Und dann haben wir uns halt am nächsten Tag dann nochmal getroffen
Und ja, und haben uns immer wieder getroffen. Und ja gut, am Anfang hatten wir viele Startschwierigkeiten, sag ich mal. Waren dann mal 2 Monate zusammen, wieder ein halbes Jahr auseinander. Dann waren 3 Monate zusammen, dann mal wieder 2 Monate auseinander. Und dann haben alle gesagt, da geht nie ein. Und alle, die das gesagt haben, sind getrennt. Und wir sind jetzt 25 Jahre zusammen. Ja, großen Respekt an der Stelle, weil ja, das schafft heutzutage kaum noch einer. Ja. Das ist so. Aber wie hast du es denn geschafft, das Herz von Steffi komplett zu erobern? Also wie ich das geschafft habe, das Herz von Steffi komplett zu erobern, kann ich ja auch nicht sagen. Aber ich denke mal, irgendwie fand halt irgendeine Macke an mir so toll, dass sie bis jetzt bei mir geblieben ist. Und ja, das passt halt super. Oder? Ich kann mir das halt auch gar nicht mehr vorstellen ohne. Weil jeden Schritt, den wir machen oder jeden Gedanken halt, wir denken halt in die gleiche Richtung. Da ist halt nie einer, dass jetzt einer sagt, der geht nach rechts und der andere geht nach links. Wir verfolgen also beide unsere Ziele, ohne dass sich irgendeiner benachteiligt fühlt. Das macht Spaß. Schön. Ja, sonst wärt ihr ja wahrscheinlich auch nicht so lange zusammen. Ja. Da haben wir zu liegen, ja. Genau, ist so. Gut, dann seid ihr ja damals irgendwann dann ausgewandert. Wie ist eigentlich das zustande gekommen, dass das Fernsehen euch angesprochen hat? Oder habt ihr euch beim Fernsehen beworben oder wie lief das Ganze eigentlich für die Auswanderer? Wir sind ausgewandert, wir kannten natürlich gut bei Deutschland auf und waren dann in Cala Mayor, genau da, wo Jens Büchner und Jenny damals auch gewesen sind. Und Jens Büchner und Jenny sind Dezember ausgewandert und wir sind im April ausgewandert, waren aber zwischenzeitlich, nachdem wir die Sendung gesehen haben von Jens und Jenny, bei denen in den Laden und haben uns natürlich Informationen geholt, was man hier, auf was man aufpassen muss, was man hier falsch machen kann und solche Dinge. Und dann waren wir im April da und im Juli hatten die einen Cast gemacht für ganz Cala Mayor, also konnte man sich bewerben durch den Jens halt. Jens hat das organisiert. Da wurden halt 5 verschiedene Familien getestet quasi, also wurde ein Casting gemacht und wir sind dann übergeblieben. Dann sollte es nur eine Sendung sein und dann wurden es 15. Wow. Von einer zu 15 ist mal eine Hausnummer, ne? Schon ganz gut, ja. Glaube ich auch. Ja. Definitiv. Ja. Und haben wir auch definitiv nicht mit gerechnet. Ja, kannst weiterfragen. Ja, die Verzögerung ist echt nicht einfach, ne? Also muss man schon sagen. Das ist schon, da musst schon du, klasse. Ja, ja, das ist der Punkt. Den Trick musst du raus haben. Genau. Ja. Ja, ihr seid ja dann im Fernsehen gewesen und dann auch im Sommerhaus der Stars. Würdest du sagen, lieber nochmal Sommerhaus der Stars oder ich gehe in den Dschungel? Ja, Sommerhaus der Stars kann man ja eh nur einmal machen, das zweite Mal kriegst du ja nicht hin, vielleicht mal irgendwann so ein Best-of vielleicht, aber das war schon echt eine hohe Hausnummer. Das Problem ist, wir kannten uns mit diesen Reality-Formaten überhaupt nicht aus und alle anderen, die da drin waren, wussten genau, was zu tun hatten, ja. Also viele Schauspieler dabei und wir standen da wirklich wie so ein paar Döfchen da drin und dachten, na, sind wir jetzt bekloppt oder sind die bekloppt? Weil wir haben es irgendwann echt nicht mehr geschnallt, was hier los ist. Ja. Gut, und dann haben wir, wo wir dann die Staffel im Fernsehen selber gesehen haben, haben wir gemerkt, okay, ja, wir müssen noch viel lernen, wir müssen noch an unserer Schauspielkarriere üben. Nein, wollen wir aber auch gar nicht, weil wir sind einfach so, wie wir sind und ich denke mal, deswegen mag uns auch der eine oder andere oder auch nicht. Der Dschungel, ja, könnte vielleicht noch passieren. Ah, okay. Aha, ein Wink mit dem Zaunfall. Ein Wink mit dem Zaunfall. Auf gut Deutsch, hallo. Du hast gerade ein Standbild oder wir haben gerade ein Standbild von dir. Okay. Das ist gut, trink aber ich einen, genau. So, jetzt haben wir das wieder. Ja, da ist er wieder. Das heißt, du würdest nicht Nein sagen, wenn man dich fragt, Dschungelcamp oder Steffi, wenn man Steffi fragt, Dschungelcamp, ihr wärt dabei. Ich sag's mal so, ich kann dazu jetzt nichts sagen, das kann ich denken. Okay. Ah, okay, gut. Also, ne, habt ihr schön aufgepasst, schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr denkt, was man daraus hört. Ne? So. Und da gab's ja so 2 bestimmte Personen im Sommerhaus. Wir nennen jetzt mal keine Namen. Aber wir piepen die weg. Wie war das mit denen eigentlich? Weil das interessiert ja, glaube ich, brennend. Da gab es ja mehrere Personen. Wen meinst du jetzt genau? Wendler und Willi Herren oder Elena? Da waren ja so viele schlimme Leute dabei. Ja, also der erste Name. Wendler, ja. Also bei Michael Wendler muss ich sagen, ich will ihn jetzt auch gar nicht in Schutz nehmen, aber bei Michael ist es halt so, er redet und dann denkt er erst nach, ja. Und bei Michael ist es auch so, du denkst, du unterhältst dich mit einem 20-Jährigen.
Und die können auch alle auf den rumhacken, wie sie wollen. Ich habe schon viel, viel schlimmere Leute kennengelernt als Michael Wendler. Er ist halt nur mal so doof, dass er sich so bescheuert gibt, ja. Weil ich habe auch mit ihm gesprochen, wo die Kamera halt nicht dabei war. Der ist nicht so schlimm. Okay. Der hat zwar seine Macken, ja, wie halt jeder auch, aber er ist echt nicht so schlimm wie manch anderer. Okay. Ich weiß gar nicht, dürfen wir das überhaupt mit reinnehmen? Warum nicht? Ist ja im Grunde genommen seine eigene Meinung. Okay. Eben. Ja, ich bin ja jetzt kein Fan von Michael Wendler, ich habe auch keinen Aluhelm auf, aber es ist halt meine Erfahrung, die ich halt mit ihm gemacht habe. Da gibt es echt schlimmere Leute wie Michael Wendler. Das kann man ruhig mit reinnehmen. Ja. Okay, weil man hat ja das dauerhaft so gesehen, ne? Ja. Gut. Letzte Frage, dann bist du auch schon erlöst von uns. Was sind die nächsten Projekte? Habt ihr irgendwelche Projekte gerade am Start? Läuft gerade irgendwas? Ich meine, du hast ja gerade schon angesprochen, ihr habt hier im Greenscreen gedreht. Habt ihr jetzt irgendwas? Wie sieht euer Zukunftsplan im Moment aus? Ich meine, kurz für alle Leute, die es vielleicht nicht wissen, ihr seid bei IKEA in Wuppertal und habt da auch so einen Stand und verdient damit auch ein bisschen Geld, indem ihr da Sachen graviert. Finde ich auch eine coole Geschichte. No. Du bist ja auch gerne im Fernsehen, oder? Was sind die Projekte, die nächsten? Die nächsten Projekte werden jetzt erstmal wieder sein, Hot oder Schrott kommt jetzt wieder. Dann haben wir zwischendurch wieder mehr Greenscreen und dann Big Brother, weiß ich nicht. Hat man mich mal gefragt, hättest du da Lust zu? Ganz ehrlich, ich nicht. Steffi sagte da eher, ja, ich würde das gerne machen, aber mein Ding ist das nicht, weil ich finde Big Brother wirklich unterirdisch. Wir machen halt also viel Musik im Moment. Wir haben ein Management jetzt Gott sei Dank endlich ein gutes gefunden und ich habe ja schon mit meinem 13. Lebensjahr hatte ich ja schon in einer Rockband gespielt und ich habe jetzt einfach mal wieder angefangen und so mal versucht, so ein bisschen Schlager, ja, hat mir nicht so gepasst, also habe ich gedacht, okay, da hole ich die E-Gitarre raus und dann habe ich halt Schlager, Rock, gibt es ja auch nicht so viele von. Okay. Und dann wollen wir mal gucken, wenn der Corona-Scheiß vorbei ist, dann wird mich bestimmt der ein oder andere mal auf irgendeiner Bühne sehen und dann rocken wir dann mal richtig ab oder? Und lassen mal richtig die Sau raus. Sehr geil. Ich bin gespannt. Ich auch. Also wollen wir mal gucken, was da so Schönes kommt. Genau. Ich habe das ja schon gesehen, wo du auf dem Schwelmer Heimatfest unterwegs warst. Da hatten wir uns ja auch mal getroffen gehabt. So richtig Ruhe. Ich meine, du bist ja in der Region ja doch durch das Fernsehen recht gut bekannt. So richtig Ruhe habt ihr auch nie, ihr beiden, oder? Wenn ihr irgendwo rumlauft. Nee, so richtig Ruhe haben wir nicht. Wir können es auch manchmal gar nicht verstehen, weil... Wir sind zwar im Fernsehen, aber manchmal ist das echt, dann wollen die Autogramme und all sowas haben, das ist ja alles gut und schön, machen wir dann auch, aber ich sag immer, ich habe keinen Film gemacht, keinen Oscar gewonnen, ich habe auch keinen Number One Hit geschrieben und für uns das echt, ist manchmal echt komisch, ja? Weil wir fühlen uns nicht so. Ich bin halt lieber mit Gleichgesinnten zusammen, als wie mit Leuten am roten Teppich. Das ist nicht so meine Welt. Ich trinke mir lieber ein Bier mit Leuten aus dem Pott. Ja, dann würde ich sagen, auf dem nächsten Schwemmer Heimatfest. Ne? Wir haben uns noch nie live gesehen. Sollten wir uns da live sehen, trinken wir uns erstmal ein Bierchen. Gerne, ich bin dabei. Sehr gut. Gib so auch einen aus. Hervorragend. Ja, Roland, dann vielen Dank, dass du dich dir in 10 Fragen gestellt hast. Ja, schön, danke, dass du da warst. Gerne. Hat Spaß gemacht. Danke. Sehr gerne. Empfehle uns einfach weiter. Genau, empfehle uns weiter. Das kannst du gerne machen. Wenn du irgendjemanden kennst, ich empfehle euch leise weiter. Sehr gut, ja. Wenn ihr irgendjemanden kennt, der vielleicht auf sowas mal Bock hat oder so in deinen bekannteren Bekanntenkreisen, wie auch immer, dann empfehle uns gerne weiter. Nee. Wir sind um jeden froh, weiter, den wir klar bei uns hier in die Show kriegen. Also das ist halt, ich bin halt froh, dass ich dich kenne. Ja. Du kannst mir ja Bescheid sagen, wenn das ausgestrahlt wird oder wenn du das auf YouTube habt, dann kannst du mir mal eben kurz über WhatsApp schreiben. Ne? Ja. Ich kann noch machen, weil ich da gerade für Blödsinn erzählt habe. Mach ich, kein Thema. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja. Bleib gesund. Alles klar, euch zwei. Euch pass auf dich auf. Ihr auch. Weiterhin viel Erfolg, ja? Ja, danke. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, liebe Leute, das war Roland Bartsch. Live aus Wuppertal. Wuppertal. Genau. Die Leitung da ist wirklich etwas gruselig. Ja. Aber man kann ja nicht alles haben. Es hat Spaß gemacht, würde ich sagen. Definitiv. Also... Es war mal was ganz, ganz anderes, jetzt mal jemanden etwas Bekannteres aus der Umgebung auch zu treffen oder zu sehen. In Corona-Zeiten leider halt Webcam-mäßig oder online-mäßig. Aber interessant. Genau, interessant, auf jeden Fall. Wenn ihr noch jemanden habt, der oder wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht sich das auch mal vorstellen kann, hier bei uns ein paar Fragen zu beantworten, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo für uns da.
das hilft uns. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir beide raus, oder? Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ne? Wir verabschieden uns. Bis dann. Ab dafür.